Liebe Schwestern, liebe Brüder, Ihnen zum Beginn dieser Osternachtfeier ein herzliches Willkommen, auch denen, die mit uns im Internet verbunden sind und diesen Gottesdienst mitfeiern. In der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode erstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig. Sie lädt ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind zu Beginn dieser Nacht der Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerks Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Geheimnisse feiern, in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilhaben dürfen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns, Christus der Herr. Amen. Christus ist glorreich auferstanden vom Tod, sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. Lumen Christi.
lasse die Posaune erschallen. Preise den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze. Töne wieder heilige Hallen, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Darum bitte ich euch, geliebte Schwestern und Brüder, ihr Zeugen des Lichtes, das diese Kerze verbreitet, ruft mit mir zum allmächtigen Vater um sein Erbarmen und seine Hilfe. Dass er, der mich ohne mein Verdienst aus reiner Gnade in die Schar der Leviten berufen hat, mich erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes, damit ich würdig das Lob dieser Kerze verkünde. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnaden heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen,
in der Christus erstand von den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht, die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde am lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhme deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Aufgegangen.
und Schwestern, nachdem wir die Osternacht feierlich eröffnet haben, wollen wir nun aufmerksam das Wort Gottes hören. Die Lesungen verkünden uns, wie sich Gott von Anfang an des Menschen angenommen und sein Volk geführt hat und wie er zuletzt seinen Sohn als Erlöser gesandt hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus uns das neue Leben geschenkt. Wir wollen Gott bitten, dass er sein Erlösungswerk an uns vollendet. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschten und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen, und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen.
Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen, nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, 5. Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am 7. Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Sende aus deinem Geist, und das
Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet. In alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hast du die Urflut bedeckt wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels. Aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Sende aus deinem Geist und das Antlitz der Herr, wie zahlreich sind deine Werke, mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte: Mein Vater. Er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte: Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter.
Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen »Der Herr sieht«, wie man heute noch sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Ganzes Glück bist du allein. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.
Lasst uns beten. Gott, du Vater aller Gläubigen, durch deine Gnade mehrst du auf dem ganzen Erdenrund die Kinder deiner Verheißung. Durch das österliche Sakrament der Taufe erfüllst du den Eid, den du Abraham geschworen hast, und machst ihn zum Vater aller Völker. Gib allen, die du zu deinem Volk berufen hast, die Gnade, diesem Ruf zu folgen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah,
dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn, an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Dem Herrn will ich singen, machtvoll. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen, den Gott meines Vaters will ich rühmen. Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Der Herr ist herrlich an Stärke, deine rechte Herr zerschmettert den Feind. Du lenktest in Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führtest sie mit Macht zu deiner heiligen Wohnung. Lasset uns beten. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen,
In die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen. Ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euch Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Meine Seele wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Meine Seele, das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. Deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Lasset uns beten. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen.
so erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu. Was dunkel ist, wird Licht. Was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird wieder heil in dem, der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe österliche Festgemeinde, in der Osternacht feiern wir unseren Geburtstag zum ewigen Leben. Dazu können wir uns nur beglückwünschen und insofern wirklich auch von ganzem Herzen herzlichen Glückwunsch. Wir sind geboren zum ewigen Leben. Denn die Osternacht ist die Stunde der Taufe. Auch wenn wir an einem anderen Tag getauft wurden, sind wir doch mit diesem nächtlichen Gottesdienst verbunden. Hier wird die Taufe geboren. Hier werden wir geboren zum ewigen Leben. Wir feiern diese Nacht in einer Zeit, in der sich viele Menschen von der Kirche abwenden. Die Taufe führt auch in die Gemeinschaft. Die jüngste Kirchenmitgliedschaftsstudie zeigt, dass persönlicher Glaube ohne Glaubensgemeinschaft schwierig ist. Kirche ja, Kirche nein, Jesus ja, Glaube ja, Kirche nein, offenbar funktioniert das nicht. Es braucht die Gemeinschaft. Man mag sich über die Kirche ärgern, aber wir gehören zu ihr. Die Taufe lässt sich nicht abwaschen. Sie verleiht ein Prägemal, das bleibt, sogar über den Tod hinaus bleibt. Die Taufe verbindet mit Christus, dem Auferstandenen, der diese Bindung mit dem Getauften nie aufgeben wird. Die Feier dieser Nacht lädt uns ein, die Taufe neu wertzuschätzen, dankbar zu bleiben für das Geschenk, das uns in der Taufe gemacht wurde. Wenn ich in meine alte Heimatgemeinde komme, gehe ich immer auch an den Taufbrunnen. Dort begann am 29. April 1967 meine persönliche Heilsgeschichte. Dort begann meine Berufung, für die ich dankbar bin und bleibe. Am Ende ist die Kirche bei aller Schwäche und Begrenztheit doch mehr als ein Verein, in den ich eintrete oder den ich aus Ärger verlasse. In der Taufe werden wir geboren zum ewigen Leben. Liebe österliche Gemeinde, daran erinnern uns zu Beginn der Nacht das Osterfeuer und das Licht der Kerze. Christus ist das Licht, das unsere Welt und unser Leben erhellt. Unser Leben ohne Gott
ohne sein Licht, ohne seine Zuwendung wäre dunkel, wäre Tod und Vergehen. Gott bricht aber in das Dunkel unseres Lebens ein. Und es ist gut, wir haben es gerade am Anfang dieses Gottesdienstes auch wieder erlebt, es ist gut, dass das Licht der Kerze ein kleines, warmes Licht ist. Gott überfällt uns nicht gewaltsam. Gott will gesucht, entdeckt werden. Die Osterkerze, auch die kleine Kerze, die wir in Händen tragen, ist eine Erinnerung an das Licht, das unseren Eltern und Paten bei der Taufe stellvertretend überreicht wurde. Es ist eine kleine Taufkerze, eine Geburtstagskerze für das ewige Leben. Empfangt das Licht Christi, wurde uns, wurde den Eltern und Paten bei der Taufe gesagt, empfangt das Licht Christi. Dieses Licht muss gehütet werden, immer neu entfacht, denn es kann plötzlich ausgehen, es kann langsam verlöschen. Gott schenkt uns neu sein Licht, seine Wärme, seine Hoffnung, seine Nähe. Und wir feiern diese Nacht in einer Zeit, die für viele Menschen dunkel ist. Wir schauen in die Ukraine, wir schauen nach Gaza und in das Heilige Land. Wir denken an die vielen anderen Krisen und Kriegsherde dieser Welt. Der Mensch schafft sich das Dunkel schon selbst. Es bleibt ein großes Rätsel, wie der Mensch, den Gott als sein Ebenbild gut geschaffen hat, zu einer derartigen Gewalt und Bosheit fähig ist. Und gerade in dieser Welt gibt Gott jedem und jeder Einzelnen die Möglichkeit in die Hand, ein kleines Licht weiterzugeben. Wenn wir bei unserer Taufe das Licht Christi empfangen haben, dann müssen wir es weitergeben. In den großen Fragen der Weltpolitik herrschen auch unterschiedliche Positionen, die trennen und möglicherweise dauerhaft spalten. Die Verantwortung, Licht im Kleinen weiterzugeben, kann niemand an die große Politik weitergeben. Wer das Licht in den Händen hält, kann nicht selbst spalten und hassen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, an die Taufe und seine Gegenwart erinnert uns das Wort der Schrift, das wir in dieser Nacht hören, die Lesungen, das Evangelium. Wichtiger noch als die Schöpfung ist Verwandlung ins ewige Leben. Du hast uns wunderbar geschaffen, aber noch wunderbarer wiederhergestellt, so heißt es in einem Gebet dieser Nacht. Jeder und jede von uns trägt die Ewigkeit in sich, weil uns Gott dieses Versprechen gegeben hat. Jeder Mensch war seit Erschaffung der Welt in Gottes Gedanken da. Jeder von uns ist gewollt und geliebt. Taufe bedeutet, wie die Lesung aus dem Buch Exodus andeutet, Auszug aus einem Land auf einen Weg, der in ein neues, schönes Land führen soll. Aber es liegen auch Wege durch Wüste und Trockenheit vor uns. Die Taufe ist Auszug aus der Welt des Todes in ein neues, blühendes Land. Wichtiger als irdische Freiheit ist die Freiheit der Kinder Gottes, die Würde, die Gott uns schenkt. In einer Lesung heißt es, schöpf voll Freude aus den Quellen des Heils. Und beim Apostel Paulus im Römerbrief heißt es, wir sind mit Christus begraben und in der Taufe auferstanden. Wir können nicht mehr sterben, weil wir schon mit ihm gestorben und auferstanden sind. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir hören diese Texte in einer Zeit, die ihre geistlichen Quellen oft nicht mehr kennt. Die Frage nach Gott spielt zunehmend keine Rolle mehr. Viele Menschen brauchen Gott nicht und sie vermissen ihn noch nicht einmal mehr. Der Schriftsteller Martin Walser hat es für sich einmal anders formuliert. Er sagt, wer sagt, es gebe Gott nicht und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie er fehlt, der hat keine Ahnung. Einer Ahnung allerdings bedarf es. Einmal hat er auch es so formuliert, Gott, es gibt dich nicht, aber ich vermisse dich so sehr.
Dagegen zu argumentieren hilft nicht weiter. Wir dürfen die Einladung hören, selbst Zeuginnen und Zeugen zu sein für die Quellen, die uns nähren, dass Gott für uns die Quelle einer inneren Freiheit ist. Die Texte dieser Nacht stellen uns in die große Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Und er hat auch heute nicht aufgehört, mit uns zu gehen. Liebe österliche Gemeinde, an die Taufe erinnert natürlich uns in dieser Nacht die Weihe des Wassers und das erneute Taufversprechen. Bei einer Taufe werden die Heiligen angerufen, denn Christ oder Christin ist man nie für sich allein. In dieser Nacht denken wir auch daran, dass zur Gemeinschaft der Kirche, zur Gemeinschaft der Glaubenden Lebende und Tote gehören, Sünder und Heilige. Wir haben Vorbilder und Wegbegleiter im Glauben. Der Bischof, der Priester, besprengt die Gemeinde mit dem neu geweihten Wasser. Es ist vergleichbar mit der Erneuerung eines Eheversprechens. Gott bleibt treu. Schließlich, Schwestern und Brüder, feiern wir die Erfahrung der Nähe Gottes in der Eucharistie in dieser Nacht. In der Zeit der frühen Kirche, als es vorwiegend die Erwachsenentaufe gab, war die Osternacht auch die Nacht des ersten Eucharistieempfangs. Jahrelang hatte man sich auf die Taufe vorbereitet und nun empfängt man die Taufe und die Geheimnisse des Leibes und Blutes Christi. Vielleicht erinnern wir uns an unsere erste heilige Kommunion. Ist es zu pathetisch zu sagen, dass dieser Tag nach dem Tauftag ein wichtiger Schritt einer Beziehungsgeschichte sein sollte? Gott geht unseren Lebensweg mit. In der Osternacht feiern wir diese Geschichte Gottes mit jeder von uns. Der auferstandene Christus ist unsere Nahrung, er stärkt uns. Auf ihn können wir uns verlassen. Wir feiern diese Nacht in einer Zeit, in der viele Menschen diese Nahrung der Eucharistie nicht mehr suchen. Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen oder gar zu richten. Aber diese Nacht lädt uns ein, die Hingabe und Gegenwart Christi in den kleinen Zeichen von Brot und Wein neu schätzen zu lernen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unseren irdischen Geburtstag feiern wir gern. Wir denken an einem solchen Tag an die Eltern, wir danken ihnen. Wir denken gerne vielleicht an sie zurück, je älter man wird, desto wehmütiger möglicherweise. Die Taufe ist der Geburtstag zum ewigen Leben. Die Osternacht könnte ein Termin sein, Gott Dank zu sagen. Er schenkt uns mehr als das irdische Leben. Er schenkt uns Ewigkeit, Würde, Geborgenheit, Vergebung. Er ruft uns auf den Weg aus der Finsternis in sein Licht. Und dabei lässt er uns nicht allein, an keinem Tag. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen nun die Gnade Gottes herabrufen, damit alle, die aus dem Taufbrunnen das neue Leben empfangen, in Christus Kinder Gottes werden. Wir bitten auch für alle, die in dieser Nacht auf der ganzen Welt das Sakrament der Taufe empfangen. Allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt,
dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft, zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch das Wasser der Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir gesalbt mit heiligem Geiste. Als er am Kreuz hing, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung befahl er den Jüngern: Geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade deines eingeborenen Sohnes vom Heiligen Geiste, damit der Mensch, der auf dein Bild hingeschaffen ist, durch das Sakrament der Taufe gereinigt wird von der alten Schuld und aus Wasser und Heiligem Geiste aufersteht zum neuen Leben deiner Kinder. Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes. Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes. Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes. Damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinen Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Thank you.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir alle sind eins durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Ich widersage. Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen. Thank you.
Wir feiern dieser Nacht dem neuen Morgen entgegen, dem Tag, an dem die Welt erkannt hat, Christus ist wahrhaft auferstanden. In der Taufe sind wir in das Leben mit Gott hineingenommen und wissen uns von ihm begleitet. In diesem Glauben wenden wir uns an Gott, den Schöpfer der Welt und den Herrn über Leben und Tod. Wenn wir uns heute unserer Taufe erinnern, dann stärke in uns das Bewusstsein, dass wir zu dir, Gott, gehören als dein Ebenbild, von dir geschaffen und über alles geliebt. Gott, Herr, über Leben und Tod, wir bitten dich, erhöre uns. Viele Menschen empfinden Dunkelheit und Finsternis in ihrem Leben und um sich herum. Angst und Verzweiflung machen sich breit. Christus, das Licht, will unsere Dunkelheiten aufbrechen und die Welt erleuchten. Schenke uns immer die Hoffnung darauf, auch wenn wir keinen Ausweg sehen. Gott, Herr, über Leben und Tod, wir bitten dich, erhöre uns. Gewalt und Krieg beherrschen die Welt an vielen Stellen, zur Zeit und schon viel zu lange, insbesondere in der Ukraine und im Nahen Osten. Wo wir nicht mehr weiter wissen und uns nicht in der Lage sehen, die Spirale der Gewalt und die Logik des Krieges zu durchbrechen, flehen wir zu dir, Gott, den Fürst des Friedens. Gott, Herr, über Leben und Tod, wir bitten dich, erhöre uns. Wir Menschen hungern nach dem Brot des Lebens und dürsten nach dem Wasser des Heiles. Sei für uns alle eine Quelle für das, was wir zum Leben brauchen und wonach wir uns sehnen. Gott, Herr, über Leben und Tod, wir bitten dich, erhöre uns. Mit dem Tod deines Sohnes und der Auferstehung schenkst du uns Hoffnung auf das ewige Leben bei dir. Gewähre unseren Verstorbenen, um die wir trauern, die dauerhafte Gemeinschaft mit dir und schenke den Hinterbliebenen diesen Trost. Gott, Herr, über Leben und Tod, wir bitten dich, erhöre uns. Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not. Mit dieser Überzeugung unseres Glaubens loben und preisen wir dich, Gott und deinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist, heute und in alle Ewigkeit.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib,
der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Frauen und Männern im Ordensstand und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Himmlischer Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Martinus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod,
schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenkt einander ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr. Wir sind befreit von Sünde und Schuld, so lasst uns Festmahl halten in Freude. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vielleicht, Schwestern und Brüder, kennen Sie es von bestimmten Veranstaltungen, dass Sie dann ein sogenanntes Giveaway mitbekommen. Die Kirche hat es erfunden, nämlich in der Osternacht, dass Sie Ostereier mitnehmen dürfen, sozusagen, um die Osterfreude dann auch im gemeinsamen Mahl dann noch weiter fortführen dürfen. Wir werden nun diese Ostereier segnen und greifen sie dann auch zu, reichlich, aber so, dass jeder und jede auch noch die Chance hat, ein Ei oder zwei oder drei zu bekommen. Wir segnen nun diese österlichen Speisen in der österlichen Freude. Ich dachte schon, als ich den Korb hier sah, aber das lässt hoffen. Lasst uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne diese Eier und sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Liebe österliche Gemeinde hier im Mainzer Dom, aber auch zu Hause, die Sie mitgefeiert haben, ich darf Ihnen im Namen aller, die auch hier im Altarraum sind, ein gesegnetes Osterfest wünschen und die Freude des Auferstandenen. Ostern bringt den Lebensrhythmus durcheinander, die innere Uhr, und so passt es, dass wir in dieser Nacht dann auch die Uhren umstellen dürfen und eine Stunde weniger schlafen. Ich glaube, das passt auch zum österlichen Tag, dass wir nicht zu lange sozusagen in den Armen des Schlafes ruhen, sondern dann morgen auch wieder mit österlicher Freude aufstehen dürfen. Ich darf herzlich Danke sagen vielen Menschen, die dieses österliche Fest vorbereitet haben. Natürlich zunächst einmal denen, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ich vergesse sowieso wieder bestimmt Menschen, die sehr aktiv daran mitgewirkt haben. Ich darf aber für die musikalische Gestaltung danken, dem Mädchenchor, den Musikerinnen und Musikern des Mainzer Domorchesters, Domkantor Michael Kaltenbach, den Kantoren und Professor Beckmann an der Orgel. Ich darf allen danken, die vorbereitet haben, den Küstern. Ich habe heute Morgen eine ganze Schar von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dombaus auf der Straße gesehen, die auch viel vorbereitet haben, damit es sauber ist, damit es ordentlich ist. Viele haben mitgewirkt, so ein Fest, aber man merkt auch die Freude, so ein Fest mitzugestalten. Und so wünsche ich Ihnen nun allen eine gesegnete Nacht, ein gutes Osterfest. Gehen wir mit Gottes Segen in diese Nacht und in den Festtag morgen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater,
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sei Gott dem Herrn.